Ich begrüße euch zurück hier vor dem Hafen der Champions. Für mich zum zweiten Mal, für euch zum ersten Mal. Ja, es ist schon wieder passiert. Mein Computer hat sich wohl gedacht, dass er einfach mal hängen bleibt. Und das gleiche galt für die Aufnahme. Ja, und mit Hilfe eines Tipps habe ich es geschafft, meine Kommentarspur zu rekonstruieren. Aber nein, eine Videospur war natürlich nicht da. So, daher müssen wir jetzt nochmal einige Dialoge führen, die ich bereits kenne, die ihr aber nicht kennt. Zum Beispiel hier oben auf dem Hafen der Champions mit unserem guten Zeppelin-Meister Petzold. Mit dem haben wir schon gesprochen, oder? Natürlich haben wir mit dem gesprochen. Und auch mit unserem guten Sepp haben wir bereits gesprochen. Was noch fehlt, wäre theoretisch... Ja, dann macht ihr mal. Was noch fehlt, ist der Hafen der Champions selber. Doch bevor wir da reingehen, werden wir noch eine andere Sache erledigen. Und zwar, wie gesagt, ich habe es ja schon gespielt, fehlt uns noch ein Kopfgeld. Wir haben noch einen Banditen. Ja, es gibt auch hier in den Fjorden eine Banditenjagd. Einen Banditen haben wir noch nicht erledigt. Das ist der gute Ragon. Ein Banditenanführer, der sich gerne in Grotten aufhält. Und welche Grotte genau das ist, werdet ihr gleich sehen. Die habe ich beim letzten Mal aufgrund meiner Erinnerung tatsächlich gefunden. Ich bin ein bisschen hier durch die Fjorde geflogen, aber habe mich dann letztlich doch daran erinnert, wo genau er sich befindet. Und jetzt weiß ich es natürlich ganz, ganz genau. Er befindet sich recht weit am Anfang der Fjorde, weshalb auch seine Stärke eher an den anfänglichen Drachenritter gerichtet gewesen ist. Aber eine Sache müssen wir noch eben holen. Beinahe vergessen, die habe ich auch gefunden. Wo war das denn jetzt? Moment. Oder war das hier? Nein. Ah, Moment, Leute. Moment, Moment. Ganz wichtig. Wo war das denn? Hier müsste irgendwo noch ein Wivernest sein. Mit einem ganz, ganz wichtigen Gegenstand. Aber okay, machen wir später. Darf doch nicht wahr sein. Na gut, erstmal Ragon. Ragon, wie gesagt, bevorzugt Grotten. Kurze Orientierung. Da oben ist die Wehr des Schwarzen Rings. Und... War es hier drin? Nein. Und Ragons Grotte befindet sich genau hier. Hinter dieser wunderschönen Tür. Ja, wie gesagt, beim letzten Mal habe ich das ganz zum Schluss gemacht. Jetzt machen wir es zuerst, damit das für mich zumindest ein bisschen Abwechslung ist. Es ist echt anstrengend, die ganzen Sachen doppelt zu spielen. War eine gute halbe Stunde, dann ist es hängen geblieben, aber naja, da müssen wir zusammen durch. Der Hafen der Champions, wie gesagt, den werden wir dann danach besuchen. Da können wir nämlich direkt die ganzen Kopfgeldjagden wieder auf einen Schlag abgeben. Und ihr seht, hier haben wir einen Schlüssel und verloren gegangene Ansammlung von Notizen. Ein sehr interessantes Buch, das uns einen sehr interessanten Einblick in, ja, die Vorlieben von Ragon gibt. Aber seht einfach selber. Was könnten sie wollen? Hier in diesen Höhlen gibt es nichts von Interesse. Warum sollten wir denn ausgerechnet hier ein Lager aufschlagen? Außerdem, ihr Anführer, dieser Ragon, hat mich die ganze Zeit merkwürdig angegrinst und mir Blicke zugeworfen. Ich möchte nicht wissen, was er vorhat, wenn ich hier nicht heute noch verschwinden kann. Und wie er beim Reden dauernd meine Schulter gestreichelt hat. Mich graut's immer noch. Aber dennoch kann ich nicht zulassen, dass eine Bande von Halunken mir ihren Willen aufzwingt. Wenn sie wieder auftauchen, werde ich einige Überraschungen für sie parat haben. Ja. Hat ja gut funktioniert. Na gut, Ragon ist also auf jeden Fall hier in der Höhle. Das ist schon gut zu wissen. Und ihr seht da unten bereits unsere ersten Banditen, die sich unseren Weg stellen. Wie gesagt, Stufe 20. Wir sind ja natürlich ein bisschen zu stark für theoretisch. Noch nicht. Weshalb das recht einfach werden sollte. Und hier haben wir Sura. Jetzt haben wir eine tote Sura. Und wir haben einen Schlüssel. Und einen weiteren Banditen. Wo kommt der denn her? So, ihr seht auch von der Erfahrung her, ist das Ganze eigentlich nicht mehr ganz unser Niveau, sage ich mal ganz vorsichtig. Aber, naja, Ragon, den habe ich echt übersehen. Die ganze Gruft habe ich übersehen, oder eher gesagt die Grotte.
Du bist eine Schützin, dann schieß doch auch. Autsch. Genau, vergifte. Vergifte? Stirb am Gift, so rum. Giftstein. Droxelrit, Spinell oder Spinell. Giftstein, Smaragd, ein bisschen Ginseng. Ich sag jetzt das gleiche, was ich auch beim letzten Mal gesagt habe. Wir müssen bald um unsere Alchemisten aufsuchen. Spinell, Droxelrit. Wir haben ja aber mehr Edelsteine als beim letzten Mal. Hätte ich mal nichts gesagt. Und nochmal Ginseng. Sehr schön. Und hier haben wir einen wunderschönen Raum mit einer Kiste und Gold. Mit zwei weiteren Kisten. Mit Gold und Drachendorn. Und mit Gold, einem Trank und einem leichten Schwert. Todesschwert. Oh, das ist aber super. Ich habe mir einen gewissen Gegenstand gekauft beim letzten Mal. Den können wir jetzt viel, viel günstiger kaufen. Gute Idee. Fällt mir gerade spontan ein. So, ihr seht, hier endet dieser Gang. Das heißt, hier werden wir Ragorn nicht antreffen. Zu ihm führt ein anderer Gang. Dazu kommen wir später. Und hier haben wir erstmal zwei Kisten. Gold, Trank, Formel, Gold, Bogen. Sehr schön. Und ihr seht hier ein kleines Rätsel, das aus vier Steinchen besteht. Man muss hier die richtige Kombination treten, um damit eine gewisse Barriere zu entfernen. Die Kombination hatte ich tatsächlich beim letzten Mal direkt richtig. Aber ist ja auch das Logische. Jetzt direkt die nächste wäre zu einfach, daher das etwas kompliziertere, wenn ihr wisst, was ich meine. Nein! Oh Mann, man darf nicht nochmal drauf treten. Na gut, dann eben nochmal. So. So. Und die Nummer 4. Ich habe echt beim letzten Mal gedacht, oder eher gesagt gerade eben, ich nehme es nämlich jetzt direkt nochmal auf, habe ich echt gedacht, dass mir hier eine ganz tolle Belohnung kommt. Was weiß ich denn, die Rüstung ist göttlich oder sowas. Und was bekommen wir? Die Möglichkeit, Ragorn zu töten. Juhu. Aber okay. Ragorn töten, dafür das Kopfgeld kassieren. Gibt es etwas Besseres? Ja, natürlich, aber trotzdem freuen wir uns drüber. So. Und ich sage euch gleich genau, wo ich bemerkt habe, dass die Aufnahme hängt. Echt ärgerlich. Vor allen Dingen, weil ich hier die ganzen Dialoge in der Stadt geführt habe, beziehungsweise im Hafen geführt habe. Genau hier war es. Ungefähr. Na gut, wir gehen runter und seht mal hier viel mehr Banditen. Na, Söldner, seid ihr etwa des Todestanzes wegen gekommen? Ja, genau deshalb bin ich hier. Mit meinem neuesten Schmuck werde ich sicher die Ballkönigin werden. Ja. Du kannst auch meine Pumps geliehen haben. Ich bin hier, um zu kassieren, nichts weiter. Wie es der Zufall so will, ist das mein Lieblingstanz. Für wahr. Wundervoll, so komm, lass uns loslegen. Ich kann nicht. Ich weiß ja nicht, was ich dazu sagen soll. Ragorn ist also ein Bogenschütze, interessant. Ein toter Bogenschütze. Ja, das war Ragorn. Ragorns Tagebuch, Ragorns Ring. Ein legendärer Ring, der dem Banditenführer Ragorn gehörte. Gold und zwei Veredelungen. Okay, das war Ragorn. Gar nicht so schwierig, oder? Aber das geschulte Drachenauge zeigt hier einen Gang, der so hier auch zu finden ist, aber ein bisschen seltsam erscheint, oder? Dass hier einfach gar nichts ist, außer ein Beutel. Der auch noch leer ist? Na, wartet mal ab. Ragorn mag nämlich Rätsel, müsst ihr wissen. Ich habe keine Ahnung, wie man die Statuen hinstellen muss. Gold und eine Formel. Gegenstand für meine Sammlung. Nehmen wir natürlich mit. Eine Kiste, Gold und mal wieder eine Formel. Und ein Buch über Drachenfähigkeiten. Vielleicht müssen sie ja... Okay, die kann ich nicht mehr drehen. Die kann ich auch nicht mehr drehen. Okay, alles so lange drehen, bis es nicht mehr geht. Auch gut. Gut. Rätsel gelöst. Was haben wir hier? Eine Kiste. Gold, Ginseng. Roteisenerz. Und ein Hauch von nichts. Okay, und das war auch schon Ragorns Lager.
Zauberbuch des Meisters. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Zauberbuch des Meisters. Zauberbuch des Meisters. Ein Zauberbuch, das einst einem sehr weisen Alchemisten gehört hat, der schon lange tot ist. Ist das für unseren Alchemisten? Kann gut sein, aber wir haben keine Quest, die sich aktualisiert hat. Zauberbuch des Meisters. Hätte da jetzt nicht gestanden Alchemist, hätte ich es beinahe als Buch für unseren Nekromanten angesehen, aber dem ist ja dann nicht so. Na gut, und im Wesentlichen fehlt dann jetzt eigentlich nur noch, ja. Fehlt dann jetzt nur noch der Hafen der Champions. Und wir werden natürlich auch noch das Tagebuch von Ragon lesen. Wir wollen ja wissen, was unsere gute Ballkönigin so in sein Tagebuch geschrieben hat. Und dann warten für mich einige doppelte Dialoge auf euch, aber glaubt mir... Na, wobei... Jetzt, da wir jetzt wirklich alle Kopfgeldjagden abgeschlossen haben, wird es mal richtig interessant. Beim letzten Mal habe ich eben dann ernüchternd festgestellt, Ragon vergessen. Aber diesmal ist das nicht so. So, oh, da war noch was, was ich gemacht habe. Stimmt ja, da war noch was ich gemacht habe. Dazu kommen wir später. War das ein Questgegenstand? Nein. Ragons Tagebuch. Warum muss Sura so empfindlich sein? Und die Blicke, die sie mir zuwirft. Ich fühle mich gar nicht wohl dabei. Ich bin froh, dass die Jungs im Lager überhaupt nicht so sind. Mit ihnen kann ich alle möglichen Spiele spielen, ohne mich schlecht zu fühlen. Besonders Romeo scheint unser kleines Ringenturnier in letzter Nacht sehr gefallen zu haben. Oh, wie wir gelacht haben. Als wir eine halbe Stunde rauften, ohne dass einer von uns die Oberhand gewinnen konnte. Lecker. So, auf zum Hafen der Champions. Und nein, wir werden nicht in das Antidrachenfeld fliegen. Nein, ganz bestimmt nicht. Aber wir werden den Hafen der Champions endlich betreten. Und dann, wie bereits gesagt, einige Dialoge führen. So. Okay. Gut, dass wir so realistisch gelandet sind. Genau wie jetzt auch. Perfekt. So, da würde ich sagen, ab in den Hafen der Champions. Ein echt toller Ort mit einer sehr, sehr schönen Musik. Wartet nur ab, ihr werdet überrascht sein. Ein stolzer Ort, von den Champions geschmückt, mit Statuen, mit Bannern, mit einer automatischen Speicherung, die Wichtigkeit bereits unterzeichnet. Meine Güte. Ja, der Stolz von Alleroth, zumindest wenn es um den Import und Export geht. Wunderschön, oder? Die Statuen, die Banner des Stolzes oder beziehungsweise die Banner der Champions. Ach, lasst mich doch reden, Leute. So, und hier haben wir auch Ignaz, den Hafenschmied, zu dem kommen wir später. Erstmal wollen wir den natürlich ausrauben. Gold und ein Trank und seht mal, ein, ja, perfekt versteckter Schlüssel natürlich. Sagt er gar nicht zu. Kiste leer, Fass leer. Okay. Fass leer. 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 Hallo, Ignaz. Was wollt ihr vom Hafenschmied, Drachentöter? Gedanken lesen. Ich könnte ja Silberschwerter herstellen. Nein, was würden die gegen Geister nützen? Preise verringert. Das hat einen ganz besonderen Grund. Dazu kommen wir später. Ein Schmied dürfte hier in der Gegend ein wichtiger Mann sein, oder? Ich meine, die Goblins und so weiter. Das ist er in der Tat. Besonders wegen den ganzen Goblins, die ihr Unwesen treiben. Sag ich doch. Aber Alleroth, dabei kann ich den Champions nicht helfen. Kann einfacher Stahl einen Geist töten? Ja, kann er. Wie soll man etwas töten, das schon tot ist, hm? Überlegt euch das mal, Drachentöter. Ja, ja. Bleib mal weiter in deinem Glauben. Was hast du denn so? Ach, wirklich? Nun denn, werft einen Blick auf meine Waren. Gerne, gerne. So, wie viel kostet jetzt Orobas Bogen? 11.000, sonst hätte er 15.000 gekostet. Also 4.000 Gold gespart. Er ist sehr, sehr teuer, aber seht euch die Werte an. Moment. Unser Bogen, seht euch die Werte an.
Den kaufen wir. Sehr teuer, aber... Naja. Schwert kann weg. Ja, Schwert kann weg. Ja, Bogen kann weg. Ja. So. Ja. Ja, ich weiß, du bist zu schlecht dafür. So. Ja, das war Ignaz, der Hafenhändler. Und dann kommen wir jetzt hier oben auf ein wunderschön hochgelegenes Podest, auf dem wir dann auch gleich die Kopfgeldjagden abgeben können. Nämlich hier bei unserem Verbrecherstatistik Orobasfjorde. Oh. Wieder vorlesen, juhu. Ich meine natürlich zum ersten Mal vorlesen für euch. Verbrecherstatistik, aber echt ein lustiges Buch, wartet ab. Die Liste der Verbrechen, die in den vergangenen 12 Monaten oder dem vergangenen Jahr gefangen oder getötet wurden. Killigan, der Entführer von Aleroth, getötet durch Sejanus, der sich wagemutig als Frau verkleidete, sich entführen ließ und dann seinen ursprünglichen gewaltlosen Plan ändern musste, als Killigan anfing, ihn ans Bett zu fesseln und zu bedrängen. Birgitta, die Giftmeuchlerin von Verdistis, hat sich selbst getötet, offenbar unabsichtlich. Tortor, der Karnickelschlechter, gefunden im Gebüsch, wurde offenbar zu Tode geprügelt, war teilweise... Ich sag das nicht zu. Sejanus, der Mörder von einem der Verbrecher. Seid willkommen im Hafen. Kann ich euch irgendwie helfen? Nein, kann ich euch helfen? Aber klar. Seht ihr die Tafel dort drüben? Darauf findet ihr Beschreibungen der schlimmsten Kriminellen, die hier in den Fjorden gesucht werden. Bei all den großen Problemen, die wir haben, können wir niemanden für die Suche nach ihnen entbehren. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr euch ja darum kümmern. Na klar, ich habe ja nichts Besseres zu tun. Wo ist noch einmal mein Versteck? Ich glaube in der Ecke bei den großen Pilz. Nee, glaube ich nicht. Wartet mal ab, Leute, das ist total humorlos. Na gut, tschüss. Geht mit dem Göttlichen. Na, du nicht. So, und hier haben wir das Brett mit den Gesuchtleuten. Gesucht. Wenn ihr einen der folgenden Schurken töten konntet, wendet euch wegen der Belohnung an Sejanus. Ja, Barnabus der Bleiche, gemeiner Nekromant in seiner Höhle. Bringt seinen Streitkolben als Beweis für seinen Tod. Ragon der Halsabschneider, der eine gewisse Leidenschaft für Männer besitzt. Versteckt sich höchstwahrscheinlich in Grotten. Bringt seinen Ring als Beweis für seinen Tod. Alutik, der Beobachter, Geißel der alten Mine. Bringt seine Maske als Beweis für seinen Tod. Sejanus, kannst du mal aufhören da rechts, bitte. Was soll das denn jetzt? Mohr, gesucht in den Fjorden, Betrüger und Erpresser. Bringt sein Buch als Beweis für seinen Tod. Und Alrik, Anführer der Imps, treibt sich in den Fjorden herum, auf der Suche nach Blut, das er vergießen könnte. Bringt seine Halskette als Beweis für seinen Tod. Ja, ja, auf Wiedersehen. Ihr geht fort. Das tue ich. Okay, hey Sejanus. Hattet ihr Glück bei der Suche nach diesen Halunken? Ja, Barnabus ist tot. Hier, Streitkolben. Sehr gut. Das Gold habt ihr euch redlich verdient. Ich weiß. Bringt mir die persönlichen Gegenstände dieser Halunken und das Geld wird weiter fließen. Klasse. Barnabus abgeschlossen, wir nehmen die Erfahrung. Hey. Hattet ihr Glück? Ja, Ragon Regen. Ja, danke. Ja. Wie gesagt, ist immer die gleiche Dialogwahl. Ja, Alutik, Maske. Ja. Erfahrung. Ja. Moor und Buch. Ja. Dankeschön. Erfahrung. Hallo. Ja, Alrik, Halskette. Ja, danke. Jetzt, da ihr die meistgesuchten Kriminellen der Orobasfjorde zur Strecke gebracht habt, kommt das zwar vielleicht etwas zu spät, aber dennoch, dieser Bogen gehört jetzt euch. Ich habe ja nicht gerade einen für 11.000 gekauft, ne? Er gehörte einst Tiberius, dem besten Bogenschützen der Champions. Der Arme hat den Kampf gegen eine Wivernmutter verloren. Aber wir ehren ihn immer noch. Das könnt ihr nun auch. Klasse. Juhu. Und wieder zur Jagd erfolgreich abgeschlossen. Wir nehmen das Gold und wir nehmen... Nee. Das Schwert ist viel wert. Damians Ende ist zum Greifen nah. Aber ihr streift immer noch durch die Fjorde, um belanglose Banditen aufzuspüren. Die Fjorde sind gefährlich, aber ich bin... Danke, Brutus, danke. Brutus! Perfekt, ihr habt Söldnerblut in euch, ganz sicher. Ich habe da ein Problem mit ein paar Trollen und ich zahle gut. Lasst uns also ins Geschäft kommen. Okay, er weiß also, dass wir erfolgreich waren. Jo, ich helfe natürlich gerne. Genau das wollte ich hören. Hört mir zu. Gestern kam ein Mann aus Hohenzell angerannt und behauptete, dass die Siedlung von Trollen angegriffen würde. Ich habe einen meiner besten Soldaten, Quintus, hingeschickt, aber seitdem nichts mehr von ihm gehört.
Geht nach Hohenzell und kümmert euch um die Sache. Ich fürchte, die Lage könnte ernst sein. Ja, was für ein Zufall. Schon passiert. Gut gemacht. Eine Sorge weniger, auch wenn es die kleinste Sorge in aller Rot war. Wie geht es Quintus und seinen Männern? Boah, sie werden sich eine Weile Trollblut aus dem Gesicht wischen müssen, aber sonst alles gut. Das freut mich zu hören. Hier in diesem Beutel Gold. Ihr könnt es für Glücksspiel, Wein und wen auch immer ausgeben, wie es euch beliebt. Ein Glückspilz seid ihr. Danke. Oder es lag am Können. So, Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Ja, und damit haben wir den Hafen der Champions auch bald schon abgeschlossen. So. Ach, seht mal. Ich liebe vor allen Dingen die Musik hier. So, und dort haben wir das große Tor, das zur Festung, zur stolzen Festung der Champions führt. Aber natürlich dürfen wir da nicht rein. Wetten, dass wir sofort nach Allerot versetzt werden, wenn die Zeppeline wieder fliegen? Nicht unbedingt. Nicht bei den ganzen Problemen in den Fjorden. Du hast recht. Die Champions in der Stadt müssen eben durchhalten. Ja, das stimmt. Das müssen sie. Hallo, Peter Feble. Es tut mir leid, Drachentöter. Nur Champions dürfen die Festung betreten. Die vielen Wunder darin sind nur für die Augen unseres heiligen Ordens bestimmt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie dringend ich früher da hoch wollte und einfach alles sehen wollte in diesem Spiel, aber es ging einfach nicht. Es geht auch wirklich nicht. Kiste, Schlüssel, Kettendrachen, Schweifstück, Gold, Trank, Formel, Erdwurzel. Dafür war der Schlüssel hinten aus dem Lager. Ja, ich wollte früher unbedingt da oben rein in die Festung. In die Festung der Champions, aber es geht nicht. Und hier haben wir Morgan, dem wir die Halskette von unserer guten Sassan bringen sollen. Grüße, Fremde. Ich bin Morgan, der Hafenmeister. Kann ich etwas für euch tun? Ja, ich habe eine Halskette von Hermosa für dich. Aber die gehört Hermosa? Wie hat ihr... Ist sie... Sie ist nicht tot. Doch, das ist sie, tot gestorben hinüber. Nein, natürlich nicht, aber sie wird nicht zurückkehren und wollte, dass ihr das hier bekommt, um das endgültig zu wissen. Ich wusste immer, dass ich nie eine Chance bei ihr hatte. Kein Mann hat. Ja, vermutlich. Aber sie ist viel zu anständig, als dass sie mich hinhalten würde, was sie ohne weiteres könnte. Ich nehme an, ihr werdet sie wiedersehen. Dann gebt ihr dieses Buch. Sie hat lange danach gesucht und ich habe es schließlich gefunden. Okay, können wir natürlich machen, gar kein Problem. Aber wie habt ihr Hermosa eigentlich kennengelernt? Ich war früher Pirat, bis ich eines Tages mit meiner Mannschaft versuchte, die Sternsegler zu kapern. Unser Angriff wurde abgewehrt und wir wurden von Kapitän Hermosa gefangen genommen. Aber aufgrund unserer Liebe zueinander konnte sie meine Freilassung erwirken. Seitdem arbeite ich hier. Meine Tage als Pirat sind vorbei. Okay, dann könnt ihr mir sicherlich etwas vom Hafen erzählen, oder? Oh, es ist ein altes Gebäude und hat seine Glanztage bereits hinter sich. Früher legten hier Dutzende Schiffe am Tag an, aber das ist lange her. Zeppeline, ja. Das ist die Zukunft. Aber ich werde die Seefahrt stets dem Fliegen vorziehen. Nun ja, über diesen Ort müsst ihr nur eines wissen. Hier haben die Champions das Sagen. Wenn ihr etwas wollt, müsst ihr euch an die Offiziere wenden. Danke, Morgan. Leb wohl. Habt noch einen schönen Tag. Ja, du auch. Ja, scheiden tut weh. In manchen Fällen eben besonders, zum Beispiel hier im Morgans Fall, hat sein ganzes Leben umgekrempelt für die gute Hermosa und dann als Belohnung bekommt er eine Halskette zurück. Echt super. So, was haben wir denn hier? Brief mit dem Siegel der Champions. Gold, heiliges Basilikum, Auge des Tigers, Gold und eine Formel. Und ein Brot. So, ja. Und dann wartet hier noch ein ganz, ganz wichtiger Charakter auf uns. Hallo, hallo. Goldtrank erstmal natürlich bestehlen. Und wir lesen mal ganz, ganz schnell das Buch mit dem Siegel der Champions. Das ist nicht viel, aber es ist wichtig.
Ich kann eure Sorgen und eure Schlachtendrang nachvollziehen, Aurelius. Allerdings kann ich keinen groß angelegten Angriff gestatten. Ihr wisst genau, dass viele Champions dabei fallen würden und wer weiß, was Valdifari noch so alles in der Hinterhand und gegen uns einsetzen würde. Seine Macht wächst, sie ist jetzt schon zu groß. Dessen bin ich mir bewusst. Ich vermute sogar, dass hier der schwarze Ring die Finger im Spiel hat. Doch behaltet das bitte für euch. Es ist schließlich nur eine Vermutung. Wenn die Hungersnot in Flussheim vorbei ist und der neue Orden wieder zur Verfügung steht, können sich die Champions und die Suchenden vielleicht zusammenschließen und gemeinsam die Fjorde von dieser Plage des Rothammerstammes befreien. Gezeichnet Augustus. Ja, Augustus ist nämlich der gute Kommandant in Allerot und Aurelius hier der Kommandant des Hafens. Seid gegrüßt, Reisender. Ich wünschte, die Umstände würden es erlauben, dass euch die Champions dieser Festung herzlicher willkommen hießen. Ja, vielleicht hätten wir es auch verdient, denn immerhin ist das Trollproblem in Hohenzell dank uns Geschichte. Ja, Leutnant Brutus hat mir davon berichtet. Quintus und sein ganzer Trupp wären verloren gewesen, wenn ihr nicht aufgetaucht wärt. In euren Adern muss wahres Kriegerblut fließen. Jo, das scheint so. Was bereitet euch denn Sorgen, Hauptmann? Die Kriegstrommeln der Goblins haben den Soldaten Tag und Nacht keine Ruhe gelassen. Dieser bösartige Abschaum hat es sogar gewagt, die Festung und den Hafen hier anzugreifen. Und das alles, weil ihr Anführer Svadilfari sich vorgenommen hat, alles Menschliche in den Orobas-Fjorden zu vernichten. Also hat das Ganze erst vor kurzem angefangen? Ganz genau. Die Goblins waren schon immer ein wilder Haufen, aber sie legten sich nie mit uns an, bis Svadilfari sie schließlich alle vereinte. Der Preis auf seinem Kopf ist nicht geringer als eine Kiste voller Gold. Das höchste Kopfgeld, das die Champions je ausgeschrieben haben. Na dann, wenn ich ihn zufällig treffen sollte, werde ich ihn einen Kopf kürzer machen. Ich wäre euch sehr dankbar dafür. Ihr werdet aber gegen das ganze Dorf kämpfen müssen, um zu ihm durchzudringen. Dennoch hoffe ich, dass ihr Erfolg habt. Das hoffe ich auch. Erzählt mir mehr über Svadilfari. Er ist ein mächtiger Goblin-Schamane und Häuptling des Rothammer-Stammes. Ein solch gerissener und mutiger Anführer stellt immer eine große Gefahr dar. Aber Goblins sind für gewöhnlich zu widerspenstig, um organisiert in den Krieg zu ziehen. Das genau ist der Grund, warum wir bisher nur kleinere Kämpfe mit ihnen auszufechten hatten. Doch das hat sich plötzlich geändert. Sie haben Katapulte gebaut, mit denen sie unsere Zeppeline angreifen können. Wir hatten keine Ahnung, dass sie in der Lage sind, solche Waffen zu bauen. Daher kam ihr Angriff auch vollkommen überraschend für uns. Das war die schlimmste Stunde der Champions. Und wir werden also indirekt für die Vergeltung sorgen. Ihr seid also der befehlshabende Offizier dieser Festung, oder? Das bin ich. Zumindest vom Hafen. Ich befehlige die Truppen, die die Fjorde bewachen. Sowohl in den Zeppelinen als auch am Boden. Wir beschützen Reisende und Händler, die ins Trümmertal unterwegs sind oder nach Flussheim fliegen. Das war früher eine recht angenehme Arbeit außerhalb der Stadt, in der wunderschönen Natur. Aber in der letzten Zeit kommt es mir so vor, als ob ich in einem Monat mehr gealtert bin als zuvor in 5 Jahren. Goblins, Trolle, Wivern, sie scheinen alle unter dem Einfluss einer höheren Macht zu stehen. Weiß der Teufel, was da wirklich vor sich geht. Entweder Damian oder Belliger. Belliger. Noch einen schönen Tag, Hauptmann. Noch eine schöne Jagd. Na danke. Kopfgeld auf einen Schamanen. Ja, und das waren sie. Die Dialoge. Meine Güte, wir haben es geschafft. Es tut mir leid, aber es ist wirklich echt arg anstrengend, das Ganze ein zweites Mal zu machen. Ach, Leon. Die besten Angebote außerhalb von Alleroth, Drachentöter. Kommt und seht, was ich verkaufe. Das Geschäft läuft nicht gut, oder? Oh, das ist wahr. Traurig, aber wahr. Aber ich sollte mich nicht beschweren. Wenigstens bin ich nicht in Alleroth und muss mich dort vor Geistern und unirdischen Monstern verstecken. Wenn die Champions den Angriff nicht abwehren können, fürchte ich, dass die Stadt für immer verloren sein wird. Richtiger Optimist, oder? Ja, zeig mal deine Waren. Auf der Stelle. Ja. Was haben wir denn hier? Tränke, Edelsteine, Formeln. Nee, danke. Ja, da habt ihr gehört, der Schatz liegt bei Pilzen. Der Schatz ist hier. Aber warte mal ab. Leer. Ja, so. Aber eine Sache werden wir noch machen, bevor wir jetzt hier aufhören an dieser Stelle. Wir werden noch einmal ganz, ganz schnell zur Trainingsarena reisen. Und unserer guten Hermosa das Buch von unserem guten Morgan bringen. Ach Leute. Hermosa und Morgan, das Liebespärchen. Oh, wir müssen eigentlich das Tagebuch lesen.
Machen wir mal eben, damit ihr auch die ganze Handlung versteht. Morgans Tagebuch. Ach Quatsch. Doch, Morgans Tagebuch müsste es sein. Ich hab's vergessen. Ich hab's gar nicht mitgenommen. Moment, Drachenturm verlassen müsste doch eigentlich dafür sorgen, dass wir wieder da rauskommen, wo wir waren. Leute. Sonst werde ich es euch nacherzählen. Ich kann es wundervoll nacherzählen. Perfekt. Morgans Tagebuch liegt nämlich genau da vorne. Seht ihr's? Ich müsste euch mal erzählen, was hier um mich rum die ganze Zeit passiert. Das mache ich irgendwann mal heimlich. Ohne, dass jemand das mitbekommt. Okay, Morgans Tagebuch. Morgans Tagebuch. Wir nähern uns der Sternsegler. Ich habe die Männer gewarnt, dass es kein geringes Risiko darstellt, dieses Kriegsschiff zu entern. Aber ich bin mir sicher, dass wir sie zur Aufgabe zwingen können. Schon seit 6 Tagen werden wir an Bord der Sternsegler gefangen gehalten und ich bin angenehm überrascht, wie gut sie uns behandeln. Ich hätte erwartet, dass sie uns aufstützen und den Fischen zum Fraß vorwerfen, aber es scheint so, als bekämen wir faire Verhandlungen. Ich habe mich viele Stunden lang mit Kapitän Hermosa, der Göttliche möge sie segnen, unterhalten, die mich häufig in meiner Zelle besucht. Und ich muss zugeben, dass sie eine durchaus faszinierende Frau ist, eine verdammt hübsche dazu. Hermosa hat mir eben verraten, dass sie heute bei der Verhandlung zu meinen Gunsten stimmen werde. Nur zu meinen, meine Crew ist mir egal. Sie glaubt, dass ich mich rehabilitieren könnte und ich bin ihr sehr dankbar. Dank meiner neuen Arbeit als Hafenmeister, Mann ist das langweilig, kann ich Hermosa öfter sehen als je zuvor. Und ich hoffe mittlerweile, dass sie in mir mehr sieht als nur einen netten Freund und Kollegen. Wenn sie nur wüsste, wie sehr ich sie verehre. Ja. Also, er ist wirklich in sie verliebt, hat sein Leben indirekt geändert, um sie häufiger sehen zu können. Und sie hat ihn jetzt indirekt vor der Bettkante gestoßen. Es gab nie eine Bettkante, es war eher eine Parkbank, aber trotzdem... Sie hat ihn abgewiesen. Und das werden wir jetzt Hermosa sagen, beziehungsweise wir werden Hermosa sagen, dass er Bescheid weiß. Hermosa, jedes Mal. Wieder zurück? Ich bin bereit für eine weitere Runde. Ja, Halskette Morgan gefunden, gegeben. Wirklich? Wie hat er reagiert? Tapfer, denke ich. Er wollte sogar, dass ihr dieses Buch bekommt, als Abschiedsgeschenk. Freut mich, dass er nicht am Boden zerstört war. Wollen wir nun einen Blick in das Buch werfen? Die Kunst des Krieges. Hat er es also am Ende doch gefunden? Das ist ein sehr wertvolles Buch, mit dem ich euer Training noch weiter verbessern kann. Informiert bitte Sasan. Sie wird wissen, was ich brauche, um diese Arena auszubauen. Alles klar. Scheidung tut weh, abgeschlossen, Erfahrung wie immer. Stufenaufstieg, perfekt. Hermosa? Wieder zurück? Ich bin bereit für eine weitere Runde. Ja, aber ich sehe doch, dass euch irgendetwas ablenkt. Ihr seid total inkompetent momentan. Furchtbar. Tut mir leid, ich habe an meine Schwester Kali gedacht. Sie gehört... zum Schwarzen Ring. Was? Klingt unglaublich, ich weiß, aber es ist leider die Wahrheit. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Meine Schwester, sie ist ein Monster. Und ich wünsche mir ihren Tod. Und da habt ihr noch keinen Selbstmord gemacht? Kali ist nur auf Macht aus. Alles andere zählt für sie nicht. Und dafür hat sie unseren Vater getötet, der ein berühmter Waffenschmied im Dienste der göttlichen Paladine war. Sie entriss ihm Myrtos, das Schwert der Macht. Ja, die Paladine sind also... naja. Ich komme nicht an sie heran in ihrer fliegenden Festung. Aber ihr seid stark genug, um ihrem bösen Leben ein Ende zu machen und mir das Schwert zu bringen, damit mein Vater gerecht wird. Tut dies für mich. Und ich werde dafür sorgen, dass die Macht des Schwertes den Glanz eurer Arena noch weiter vergrößert. Alles klar. Also soll ich ihre eigene Schwester umbringen. Kali, die Schwester von Hermosa, ist also eine Generalin des Schwarzen Rings. Training. Na dann los. Ja, wir brauchen nämlich einige Fähigkeiten, die wir verbessern müssen. Zum Beispiel Zweihandwaffen. Feuerwand. Ende. Tschüss. Ja, wie gesagt, Leute. Für mich alles doppelt gespielt. 10 von 10. Perfekt. 9 von 10 und 7 von 10. Und den einen Punkt setzen wir dann noch in die Zweihandwaffen. So, perfekt. Steigerungspunkte, 4 Stück. Lebenskraft, Stärke, Intelligenz und... ah ne, lieber 2 in Gewandtheit. So. Und momentan... ich wollte Moment sagen. Moment, wir haben einen neuen Bogen.
Stufe 28, 28. Ja, Orobas Bogen ist immer besser. Das heißt, der kann direkt in die Kiste. So, alles bestellt euch drauf, Leute. Dann noch einmal ganz schnell zum Thronsaal, zu Sasan. Und dann haben wir es geschafft. Wie gesagt, für mich alles zum doppelten Mal. Und ich bin froh, dass wir es gleich geschafft haben. Und beim nächsten Mal, wisst ihr, was wir dann machen werden? Beim nächsten Mal werden wir Svalifari, den guten Goblin-Anführer, stürzen, seine Flügel abschneiden und essen. Guckt mich nicht so an, ich mein's ernst. Ich werde seine Flügel essen. Nein. Nein, keine Sorge. Flügel sind der Abfall. Wir essen nur seine Beine. Wir wollen Sasan Bescheid sagen. Sasan, Bescheid sagen, dass unsere Arena verbessert werden kann. Hallo. Ja, mein Gebieter. Hallo. Das ist sie. Eure Arena wird in königlichem Glanz erstrahlen. Hallo. Bis später. Ja. Leute, ich weiß auch nicht, was los ist. So, das soll es aber jetzt gewesen sein. Beim nächsten Mal, wie gesagt, Svalifari. Heißt Svalifari. Und so weiter und so fort. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und beim nächsten Mal geht es hier weiter, schnell bevor die Aufnahme wieder abstürzt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Divinity 2, The Dragon Knight Saga. Ciao. Tschüss. Tschüss.